Hier befinden sich einige der wertvollsten Kunstschätze von Ägypten. Doch in diesen Tagen ist das Ägyptische Museum in Kairo von Panzern umstellt. Während der Unruhen haben Plünderer viele Kunstschätze gestohlen, darunter eine berühmte Statue von König Tutanchamun. Hunderte Leute haben den Museumsshop gestürmt. Sie dachten, das sei das Museum. Aber einige Menschen wussten, dass es nicht das Museum ist. Sie kamen über die Feuertreppe. Sie sind raufgeklettert und haben das Glas zerbrochen. Dann haben sie sich abgeseilt, wie im Film, aus etwa 10 Metern Höhe. Doch nicht alle sind von dieser Version überzeugt. Manche Leute glauben, dass die Plünderungen anders gelaufen sind. Er sagt, sie hätten sich abgeseilt. Wer wäre bei dem Chaos hier abgebrüht genug gewesen, sich ein Seil zu holen? Das ergibt für mich keinen Sinn. Das Museum ist gesichert, wie man sehen kann. Die Türen sind nicht beschädigt, sie wurden mit einem Schlüssel geöffnet, die Innentüren auch. Also, wer sind hier die Plünderer? Ägyptens Tourismusbranche ist zusammengebrochen. Tausende Menschen flohen während der Proteste gegen den gestürzten Präsidenten Hosni Mubarak. Es könnte einige Zeit dauern, bis die Urlauber wieder ins Land kommen. 15 Millionen waren es allein im letzten Jahr. Der Museumsdirektor ist immerhin erleichtert, dass die Zerstörungen nicht noch schlimmer sind. Das hier war die erste Vitrine, die zerstört wurde. Er kam übers Dach, durchs Fenster. Aber Gott sei Dank sind der Sarkophag von Mesehti und die anderen Kunstschätze unbeschädigt. Die Behörden bemühen sich, zur Normalität zurückzukehren, mit einer raschen Wiedereröffnung des Museums. Bei den Touristen wird es wohl noch etwas länger dauern, bis sie wiederkommen, ins Land der Pharaonen. We'll be right back.